Der Wormser Dom bekommt zu seinem 1000. Geburtstag ein besonderes Geschenk. Einen neuen Altar, komplett aus Lehm. 5,5 Tonnen schwer, in 17 Schichten aufgebaut. Der Lehm stammt zum großen Teil aus der Region und wird für den Altarbau aufbereitet. Das Besondere am neuen Wormser Altar? Jede Schicht enthält Symbole und Erinnerungsstücke, wie zum Beispiel Trümmerstücke aus dem Krieg, Metall der neuen Glocken oder persönliche Gegenstände. Der Altar verinnerlicht damit die Geschichte der Gemeinde. Und dieser Weltenbummler hat die Eigenschaft, dass er, wo immer er ist, an den Stränden der Welt Sand mitnimmt. Und da hat er mir als Geschenk das mitgebracht. Und da haben wir gesagt, das wäre doch etwas, wenn wir von jedem etwas auch in unseren neuen Altar hineintun. Wir geben einen Rosenkranz rein und ein kleines Dominikanerwappen. Sozusagen Markenzeichen unseres Ordens. Ich denke mir, wenn man so im Gottesdienst sitzt und auf den Altar guckt, denkt man sich schon immer, ja, da habe ich ein bisschen mitgearbeitet. Schicht für Schicht stampfen alle mit. Aber wie passt das zusammen? Der barocke Hochaltar und das einfache Material Lehm. Die Domgemeinde hat sich ganz bewusst für den Kontrast entschieden, sagt Anna Heringer. Generell haben wir doch eher eine Sinnkrise in der Gesellschaft und eine Beziehungskrise. Und wir haben uns gedacht, unser Altar will auf das reagieren. Wir wollen was schaffen, was da wirklich einen Wert hat. Und wenn wir jetzt von der Materialität ausgehen, denken wir, dass die Erde eigentlich das wertvollste Material ist, das wir haben, der Lehm, weil das einfach Nahrung hervorbringen kann, Leben hervorbringen kann und auch den Menschen Behausung geben kann. Im Gegensatz zum Gold, das kann man nicht essen. Also von dem her ist uns die Erde eigentlich das Wertvollste und das für uns am meisten Sinn gibt. Und natürlich auch das, für das wir Verantwortung tragen als Gemeinschaft, als Gesellschaft. Und das zu stärken mit dem Altar, der ja auch irgendwo wirklich das Zentrum von der Gemeinschaft ist, das war uns einfach ein Anliegen. Und deswegen haben wir nicht nur vorgeschlagen, wir entwerfen jetzt einen Altar aus Lehm, sondern wir haben gesagt, uns ist der Prozess genauso wichtig und wir laden alle Gemeindemitglieder ein, diesen gemeinsam zu stampfen, weil das eben die Beziehung untereinander stärkt und natürlich auch die Beziehung zu dem Ort dann letztendlich. Auch Dompropst Tobias Schäfer ist ganz begeistert vom Material und vom Entstehungsprozess. Interessanterweise habe ich im Alten Testament eine Bestimmung gefunden. Als Mose die 10 Gebote bekommen hat, hat er auch Anweisungen für den Altarbau bekommen und da steht, der Altar soll aus Erde gemacht sein. Und genau das haben wir jetzt hier auch tatsächlich verwirklicht. Und das Spannende ist natürlich, dass dieses Baumaterial es auch erlaubt, dass man im Grunde die ganze Gemeinde mit beteiligt am Bau. Und das ist eine ganz, ganz tolle und faszinierende Sache, wie hier auch die ganze Gemeinde mitgeht. Alle helfen mit. Messdiener, Ordensleute, Gemeindegruppen. Füllen Schicht um Schicht, stampfen, springen und glätten. Ziemlich ungewohnt für die meisten Beteiligten. Also es geht so, es geht ein bisschen auf die Arme. In diesem Altar steckt Geschichte, Gemeinschaft und Gottes Geist.